sich gestern kein Fernsehsender entgehen lassen. Kellerkind Arminia gegen Titelanwärter Kaiserslautern. Viele Objektive blickten auf Arminentrainer Ernst Middendorp. Geblendet von allzu viel Scheinwerferlicht, vergisst man so viel und sieht manche nicht. Hab mir Wege geebnet und Schatten verscheucht und euch mit mir gefreut. Und deshalb ist das hier für euch. Also mal ehrlich, Middendorps Elf hat uns doch wirklich schon mit tollen Spielen unterhalten. Er hat den Großen in die Suppe gespuckt, erst Bayern, jetzt Kaiserslautern. Hier mit dem 1:1 Ausgleich in der 35. Minute durch Ali Dey. Bei solchen Bildern vergessen wir doch gern allen Zwist und Hader, vergessen all die Geschichten um Middendorps Clinch mit seinen Spielern. Sie schaffen sogar den Führungstreffer, wieder mit Ali Dey, und das gegen den möglichen neuen deutschen Meister. Hut ab, Arminia. Wohl kaum ein Trainer ist dermaßen engagiert wie Middendorp, und doch wird er gnadenlos kritisiert. Er soll erstmal zum Psychologen gehen, damit er mit den Menschen umgehen kann. Das sind erwachsene Spieler, nicht? Die müssen doch mal irgendwo ihre Meinung sagen dürfen. Ich glaube, da sollte man fair bleiben. Der soll wieder nach Rheine gehen. Seine Frau, die wartet bestimmt. Der ist ja schon 24 Stunden am Tag für Arminia unterwegs gewesen. Vielleicht freut die sich, wenn er wiederkommt. Das ist einzig und allein unsere Sache. Recht hat er. Und wegen des Ärgers um Torwart Georg Koch stellte Middendorp Cenko Miletic zwischen die Pfosten. Eine super Entscheidung. Der Ersatztorhüter ließ die roten Teufel aus Kaiserslautern fast erröten. So amateurhaft ließ er sie aussehen. Besonders in der zweiten Spielhälfte. Middendorps Torhüter eine Festung für den Möchtegern-Meister. Klasse Fußball hat uns die Arminia gezeigt. Da ist doch der sehr wahrscheinliche Abstieg gar nicht so wichtig. Außerdem sind manche Fans immer noch optimistisch. Wir halten durch. Wir machen weiter. Wir haben nicht schlecht gespielt am Anfang der Saison und haben niemals geglaubt, dass sie absteigen würden. War eines der stärksten Teams. Das hat wohl auch Middendorp geglaubt. Aber wie in fast allen Spielen der Arminia, ein dem Trainer wohl kaum anzulastender Einzelfehler, macht den Gegner stark. Olaf Marschall zum 1:0 in der 24. Minute. Kein Torhüter der Welt hätte diesen Ball erwischt. In der zweiten Spielhälfte das andere Tor der Lauterer. Nachdem die Arminia schon über 20 Minuten geführt hatte, fangen sie sich kurz vor Schluss den Ausgleich ein. Was soll man gegen solch ein Kunststück auch machen? Lauterns Trainer Otto Rehagel jubelt. Von ihm bekommen die Arminen aber dann noch eins drauf. In einem Interview bei Premiere sagt er: Wir haben ein wunderbares Hotel hier gehabt, wo wir wirklich wunderbar aufgenommen wurden. Und im nächsten Jahr freuen wir uns, dass wir wieder hierher fahren. Aber nicht nach Bielefeld, sondern dann spielen wir gegen Gütersloh. Häme und Spott für Ernst Middendorp, der ist wirklich nicht zu beneiden. Und wer weiß, vielleicht ist sein Trainerstuhl ja doch nicht mehr so sicher. Auch damit muss er leben.